Lampukistan Gaming ist hier mit einem neuen Video. Heute geht es um das Dead Space Remake 2023, das Original für die PlayStation 3. Ist aus dem Jahre 2008, wenn ich richtig liege. Und für dieses Jahr ist das Remake basierend auf dem Originalspiel von damals angekündigt worden. Heute ist es rausgekommen, eigentlich morgen erst, ne? Aber wir haben das irgendwie heute schon und gucken uns das mal an. Die Serie soll From Safe to Safe heißen, das heißt, es gibt viele Speicherpunkte in diesem Spiel, die man nacheinander ablaufen kann, beziehungsweise man hat sehr oft die Möglichkeit zu speichern. Und wir werden uns immer von Speicherpunkt zu Speicherpunkt in jedem Video weiter nach vorne arbeiten, durch das Spiel hinweg. Und heute schauen wir uns den Anfang des Spiels an, würde ich sagen. Und dann jeden Dienstag und Donnerstag checken wir mal ab, wie weit wir kommen werden. Ich habe schon alle Einstellungen genommen. Wir werden mal hier auf Weiter drücken. Die Helligkeit machen wir mal eine Stufe hoch. Jetzt muss ich nur gucken, ob er wirklich auch alle Einstellungen übernommen hat. Untertitel hat er drin. Weitere Einstellungen. Wir spielen im Leistungsmodus. Wir versuchen, die 60 FPS zu kriegen. Hier hat er, glaube ich, auch alles drin. Okay, er hat, glaube ich, alles drin gelassen. Alles klar. Wir machen die Helligkeit. Ja, würde sagen 55. Los geht's. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Weißt du das, Nico? Ja. Hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind 5 Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen. Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber 6 Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und den Sicherheitsprotokollen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, Daniels. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Schöner Wiedereintritt. Stell dir vor, du müsstest 6 Monate lang auf diesen Felsen starren. Für einen Bergbauunternehmer? Ein Paradies. Wege 7 ist einer der größten Funde der CEC-Geschichte. Ein Erkundungsteam hat für immer ausgesorgt. Wo ist sie? Da. Visueller Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht ein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Huh? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Über was du deinen Datenzugriff? Computeranalystin. Berufskrankheit. Das war der übliche CEC-Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du am Ball bleiben. Sir, wir haben jetzt Empfang. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kallion in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die USG Kallion. Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, geht endlich ans Telefon. Was ist das denn? Ah, da ist wohl das Kommunikations-Array-Defekt. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Hey, so bleibt dir genug Zeit, ein Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Chan, Johnston, bringt uns rein. Gravitationsstrahlen aktiv. Automatisches Andocken. Und los. Ich verliere die Kontrolle. Scheiße. Falscher Kurs. Daniel. Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung.
Scheiße, wir sind zu schnell. Wir werden in die Hölle knallen. Jen, auf den Notstabilisator. Da, das blaue Licht. Das könnte uns abbremsen. Okay. Das Fälle raus. Dann aus, alle festhalten. Als ein gebrochener Hals. Oder Schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparaturliste. Jen, wie sieht's bei uns aus? Kommunikation und Portbooster sind weg. Es brennt in einem der Stabilisatoren. Der Singularitätskern ist überlastet. Könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Dann holen wir Hilfe. Johnston, bleib du auf der Kellyanne. Wir schicken einen Sunny. Alle anderen zu mir. Okay, wir können schon direkt die Kontrolle übernehmen. Missionsmenü anzeigen mit dem Touchpad. Das ist hier unser Inventar. Wir haben hier eine Karte, wir haben unsere Missionen. Was macht der Knöchel? Und irgendwelche... Tut verdammt weh. Aber Datenbanken, okay, alles klar. Geht mal vor, ich verbinde ihn. Genau, mit R3 können wir uns anzeigen lassen, wo wir hin müssen. Eine kleine Hilfe. Ah, guck mal, da geht's rein, die Ishimura. Hallo? Wo sind die denn? Die Landung hat doch das halbe Schiff gehört. Sei stolz auf dich, Chen. Du hast uns in einem Stück hergebracht. Abgesehen von Johnston. Aber wenn du einen ausgeben willst... Ich könnte einen zur Beruhigung vertragen. Vor allem auf Kosten der CEC. Hast du wen in der Flugsteuerung gesehen? Nein, niemanden. Tja, alles noch friedlich. Guck mal, der Helm, das sieht eigentlich ganz geil aus. Guck mal nochmal das Menü an. Wir haben 0 Credits, wir haben 0 Knoten. Diese Energieknoten brauchen wir. Anzug Level 1, das ist hier alles schön aufgeschlüsselt. Waffenrad, okay. Das ist auch neu, glaube ich. Das gab's beim Original nicht. Oder gab's da ein Waffenrad? Bin mir gerade nicht sicher. Wir müssen auf jeden Fall theoretisch für die Trophäe den ersten Spieldurchgang mit dem Plasma-Cutter machen. Folge dem Sicherheitsteam. Isaac, synchronisier dein Rig. Wo machen wir das? Wo kann man synchronisieren? Ah, müssen wir hier durch? Nee, pass auf, es geht nicht. Ja, er scannt uns. Zack, Lebenspunkte. Rick synchronisiert. Erfasse Kinese und Stase-Module von stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Standort? Fehler. Mitarbeiter nicht gefunden. Bereich der Sicherheitsdienst nicht. Den Chefingenieur auch nicht. Was ist mit der Kommunikation? Ah, jetzt geht's durch, okay. Oh. Guck mal, da ist einer der Speicherstationen. Textlog haben wir hier direkt. Kommen die Textlogs nicht. Wir hören uns die Audiologs an, würde ich sagen. Wo ist der Sicherheit? Hier haben wir was. Hier ist niemand. Es ist nichts vermerkt. Kein Dienstplan und kein Strom für den Aufzug. Meine Güte. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. R3 für den Navigator, genau. Und hier können wir was machen. Was ist hier los? Oh, das ist einfach nur eine Tür. Okay.
Schadensbericht laden. Oh Gott, der Gestank. Ich bitte auch eine. Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die halbe Ishimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails. Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay, der Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder satt haben. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Noch eine Fehlfunktion? Nein, die Quarantänesysteme funktionieren. Moment, hört ihr das? Ja, ich hör's. Hammond? Ganz ruhig. Daniel, spring die Aufzüge nicht hinab. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Oha! Da ist der Erste. Kommen wir hier schon weg? Müssen wir jetzt durch den Aufzug? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir raus müssen. L3. Oh, shit! Okay. Schnell die Aufzugtür zumachen. Oh, der kommt durch. Krass, die Bluteffekte, ne, auf der Rüstung. Das sieht richtig krass aus. Bringe dich in Sicherheit. Ja. Können wir schon zertreten? Nee, können wir noch nicht. Hier braucht man wahrscheinlich irgendein Item noch. Genau, ah, hier ist der Plasma-Cutter, jawohl. Unsere erste Waffe. Cut off their limbs. Trennt sie ihre Gliedmaßen ab. Oh, wow, das Licht sieht aber nicht schön aus hier. Der runde Kreis. So, wir können mit R1 das Ding hier drehen. Nachladen müssen wir mit Viereck. Und hier können wir das, den ersten Loot einsacken. Guck mal, 6-mal Plasma-Energie. 1200 Credits. So, können wir schon treten? Jo, mit R2 treten wir. So, jetzt ist es natürlich so. In diesem Spiel habt ihr Inventarplätze, ne? Am Anfang haben wir hier nur diese 10 Stück, beziehungsweise 12. Wenn diese belegt sind, dann könnt ihr nichts mehr aufsammeln. Das ist ein bisschen... Da muss ein bisschen Inventory Management machen. Und jetzt haben wir das Ding hier. So, Viereck. Genau, das ist aber anders. Das war früher mit X nachladen, genau, auf der PlayStation 3. Oh, ist das schon ein Gegner? Oh, er hält aber viel aus. Ja, okay, Viereck ist generell nachladen, alles klar. Manche Gegner droppen dann immer noch ein paar Items. Bisschen Munition oder Geld. Bringe dich in Sicherheit. Das ist hier okay. Das steht immer dran, wenn wir R3 drücken. Für unser aktuelles Ziel. Was haben wir hier? Sicherheitsanfrage abgerufen. Es ist nicht gestorben. Sie haben ihm genau zwischen die Augen geschossen und es ist nicht gestorben. Es musste ihm die verdammten Arme und Beine wegschießen. Wir brauchen Hilfe. Okay. Ja, das Spiel wirft ja damit, dass wir Gliedmaße abtrennen müssen. Kleines Medipack. Medipack verwenden mit Kreis. Okay. Okay.
Bringe dich, wir haben es geschafft, offensichtlich uns in Sicherheit zu bringen. Isaac, du hast es geschafft. Mein Gott. Knapp. Die sind überall. Chen ist der... Er ist tot. Ich konnte nichts tun. Was zum Teufel sind diese Dinger? Einige von denen, die ich gesehen habe, trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Wie kann das die Crew sein? Ich meine, sieh sie dir doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren 1000 Leute an Bord. Irgendwer wird da sein. Geht nicht. Die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparaturtechniker. Wie gehen wir vor? Ein defekter Waggon versperrt den Tunnel. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Die Abriegelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, dass die Reparatursysteme Strom haben. Und Isaac? Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Ja. Ja, das tut sie immer. Ich bin bald zurück. Bringe die Monorail zum Laufen. Okay, sieh dir alle aktuellen Ziele an und wähle eines aus, das du im Menü verfolgen möchtest. Wir haben hier verschiedene. Guck mal, persönliches. Jo, wir machen einfach hier jetzt mal. Wir gucken jetzt einfach mal unsere Hauptquest hier weiter. Da liegt was. In den Credits. Unser Weg führt uns auf jeden Fall hier nach vorne. So, was haben wir denn hier? Ein Spind, den wir noch looten können. Sagen wir, gucken uns hier doch noch mal kurz um. Vielleicht Platine fehlt. Die werden wir wahrscheinlich holen müssen. Da ist nämlich die Monorail dann. So, hier geht auch noch nichts. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir später unsere Waffe aufwerten können. So, unser Weg führt uns hier nach rechts. Was haben wir hier? Oh, ein Schrank. Nochmal 400 Credits. Diese Richtung geht's weiter. Okay. Jo, da ist irgendwas richtig Großes aktiv. So, das können wir hier nicht looten. Das sind nur Lichter. Hier haben wir... Ah! Oh Gott. Hier haben wir noch was. Ein Stase-Modul. Einfach vom Arm entfernen. Zack. So, jetzt können wir Dinge verlangsamen. Ja, die Stase verlangsamt Gegner und Gegenstände, die sie schnell bewegen. Mit Dreieck setzen wir das ein. Jetzt haben wir die Tür verlangsamt und kommen hier locker durch. Werden wir nicht sterben? So. Hier können wir das in Stase Pack, oder? Genau, Stase Pack. Das können wir mit Dreieck benutzen. Dann können wir nämlich... Dann können wir natürlich immer wieder ein bisschen Stasis aufladen, denn Stasis sehen wir anhand dieses... Das sehen wir jetzt hier gar nicht, ne? Das ist jetzt hier im Menü nicht aufgezeigt. In unserem Rücken, dieser Kreis, dieser blaue Kreis, Halbkreis auf der rechten Seite des Rückens, das ist unsere Stasis. Wie viel Energie wir noch haben. Und ich sage, wir sind am ersten Speicherpunkt, an der ersten Speicherstation angelangt. Guck mal, hier können wir das auch noch auffüllen. Oh shit, okay. Wir haben noch was getriggert. Ein Schritt zu weit gelaufen, ha? Huh? Okay, dann rennen wir einfach mal weg hier. Oder war das einfach nur... Das war nur ein kurzer Schocker-Moment. Komm, wir looten hier das Ding noch. Holen uns nochmal 6 Schuss. Und dann würde ich tatsächlich sagen, das war's mit der ersten Folge. Dead Space from Safe to Safe. Damit wird es jetzt jeden Dienstag und Donnerstag weitergehen. Und dann spielen wir ein bisschen rein in das PS5 Remake. Wenn euch das Video heute gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin und
Bloß kein Stress. Lampukistan Gaming ist hier. Dead Space Remake. Die nächste Folge steht an. Wir machen direkt weiter. Und oh, die Ladezeiten sind ja mal mega geil. Wir haben auf Weiter gedrückt und es geht los. Genau das erwarte ich eigentlich von der PlayStation 5. So, wir haben das Ding hier gelootet. Wir machen uns auf zum nächsten Speicherpunkt. Ersetze den defekten Waggon. Okay. Ja, wir müssen die Monorail, glaube ich, hier in. Isaac, mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das fällt dir nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Bringt sie das denn um? Oder können sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Diese Knoten, diese Energieknoten müssen wir sammeln. Damit können wir unsere Waffe und unsere Rüstung aufwerten. So. Audiolog. Nachricht abgerufen. Benson und Maschinenraum, habt ihr ein Stasi-Modul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung, sofort. Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, wen rufen Sie dann wohl? Hier, Tempel, wir schicken ein Stasi-Modul. Was ist denn mit dem automatisierten Lader? Keine Ahnung. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt und... Und ich höre Dinge. Unten in den Gängen, wo niemand sein kann. Weißt du? Ich weiß. Okay. Rollläden öffnen, um Monorail zu reparieren. Reparatursysteme online. Ladesystem reinitialisiert. Warnung. Fehlfunktion des automatischen Laders. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Ich glaube, wir müssen das jetzt... Ersetze den defekten Waggon. Guck mal, hier ist noch irgendwas. Krallenbefestigung initiieren. Oh! Oh Gott. Alter. Okay. Leichen können zusätzliche Gegenstände hinterlassen, wenn sie zertreten werden. Tritt sie wie eine Ameise. Zack, 6 Schuss Plasma-Cutter. Guck mal, hier haben wir noch eine Lootbox. Zack, nochmal Plasma-Energie. Okay. Oh, das sind noch 400 Credits. Sehr schön. Was müssen wir tun? Ersetze den defekten Waggon. Wir gucken erstmal, was hier noch alles liegt. Hier ist noch was. Zack, zack. Munition haben wir genug. Genau, hier geht es noch nicht weiter. Rechter Ladegreifer wurde gelöst. Konntest du den Monorail-Waggon bewegen? Der automatisierte Lader ist kaputt, aber die Stasis sollte ausreichen. Es kommt aufs Timing an. Super. Aber so, Stasis war nochmal... Hier unten hat man alles. Alles klar. Stasis war, glaube ich, nochmal mit Kreis, ne? Das heißt, wir müssen das Ding hier wahrscheinlich hier reinmachen und mit Kreis, Dreieck. Oh, was haben wir denn jetzt gemacht? Rechter Ladegreifer wurde gelöst. Haben wir das jetzt gemacht oder nicht? Was müssen wir denn jetzt hier tun? Rechter Ladegreifer befestigt. Guck mal, jetzt müssen wir schnell hier hoch. Ah, jetzt müssen wir den rechten und den linken hier starten. Oh shit, da sind schon wieder irgendwo Gegner. Oh nein, noch einer. Oh Alter, wie viel hält er denn aus? Wir können, glaube ich, auch schlagen. Er lebt immer noch. Tritt ihn tot. Ist er jetzt... Okay. Medipack verwenden. Ja, wir sind fast tot hier. Kleines Medipack kriegen wir. Lass mal Energie. Man kann ja auch irgendwie schlagen. Wie war das denn nochmal? R1? Genau. Mit R1 kann man hier mit der Waffe schlagen. So, jetzt laden wir erstmal unser Stasis-Ding wieder auf. Also aufladen. So, Krallenbefestigung initiieren. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Oh, da kommen doch wieder Gegner, oder? Ja.
Oh, nachladen. Oh, von hinten kommt auch noch einer. Achtung. Die brauchen ganz schön lange, um zu verrecken. Und das ist hier schwierig jetzt gerade einfach oder sowas, ne? Also, so, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Plasma-Energie. So, Monorail-Ersetzung wird durchgeführt. Achso, das passiert jetzt nebenbei. Guck mal, jetzt kommen hier natürlich noch ein paar Dudes. So. Geschafft. Der Waggon hat das ganze System blockiert. Alles ist erledigt. Und deine Datenplatine war auch durchgebrannt? Laut Inventar gibt's eine Ersatzplatine im Wartungssektor. Ohne können wir die Monorail nicht betreiben. Jetzt müssen wir noch was holen. Finde die Platine. Was hier können wir noch? Nochmal 6 Schuss mitnehmen. Hier ist noch irgendwas. Oh, Medipack. Ein mittleres. Sogar. Wo kommen hier Leute an? Oder war das jetzt nur wieder ein kleiner Schocker für zwischendurch? Ich würde sagen, wir sind in der nächsten Speicherstation angekommen, beziehungsweise an der waren wir schon, aber wir haben jetzt wieder etwas erledigt in diesem Spiel. Das heißt, es gibt einen neuen Speicherstand. Und... Oh, wir spielen auf Schwierigkeitsgrad Mittel. Okay, sehe ich gerade. Mhm, alles klar. Würde ich sagen, an dieser Stelle geht es in der nächsten Folge From Safe to Safe weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress. Lampuki-san Gaming ist hier. Nächste Folge unserer Safe to Safe Serie in Dead Space. Genau hier sind wir stehen geblieben und machen uns jetzt auf, die Platine zu finden. Hab den Schwierigkeitsgrad mal von Mittel auf einfach runtergesetzt, damit wir ein bisschen, also Story wollte ich dann doch nicht machen. Da regenerieren wir sogar noch selber Gesundheit, das ist ja nicht... Wie war nochmal das Verlangsamen? Warum macht er das jetzt nicht? Okay, jetzt macht das, okay. Guck mal, hier ist nämlich der nächste Stasi-Ding. Wir müssen ein bisschen die Steuerung verinnerlichen. Das wird ein bisschen dauern. Ich glaube, die haben ein paar Veränderungen, also gefühlt jetzt gerade zum PS3-Spiel gemacht. So wirkt es auch nicht. Oh, da war doch klar, dass hier wieder welche kommen. Schauen mal kurz, ob sich die Option, ob sich das auch in diesem Spiel geändert hat. Jo, da sind wir drin. Okay, also Unterschied merkt man jetzt noch nicht wirklich. Aber okay. Wir suchen die Platine. Das ist unsere Aufgabe. Halten für die Karte. Ja, die finde ich ein bisschen unübersichtlich, muss ich ehrlich sagen. Okay, jetzt haben sie sich wahrscheinlich ein bisschen verbessert. Früher war das natürlich ein Graus. Wo müssen wir hin? Hier durch? Hier haben wir, glaube ich, schon gelootet, ne? Ja, komm, die Speicherstation nehmen wir nicht mit. Wir gehen jetzt hier nochmal ein Stück weiter. Zumindest mal die... Da liegt ein Gegenstand. Munition. Okay. Spare Munition, indem du feindliche Gliedmaßen abtrennst. Trenne Gliedmaßen ab, um Feinde schnell zu töten. Zerstückle deine Feinde, um sie zu verlangsamen. Okay. Es wurde echt damals explizit damit geworben, dass man wirklich den Leuten hier... Okay, wir brauchen fast 4 Schuss für einen. So. Ihn zertreten wir. Eine Kakerlake. Und dann gibt es hier irgendwas. Schutzschalter. Okay.
Ach so, wir müssen auswählen, welche Schutztür wir öffnen. Got it. Welche müssen wir denn aufmachen? Diese hier. Okay, das ist auch neu, oder? Das kommt mir nicht bekannt vor. Aus dem Originalteil. So, hier ist nächste Speicherstation. Sagen, ein bisschen machen wir noch. Das hier looten wir. Credits 400 nehmen wir. Asmakada Energie. Beziehungsweise die Munition. Guck mal, jetzt können wir doch das hier machen. Jawohl. Immer von hinten gucken. Da kann dann nur noch eine böse Überraschung lauern. So. Ja, man hört sie überall schreien, die Kollegen. Oh, da kommt schon einer eingerannt. Oh, nein, 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 von hinten wieder. Achtung. Okay, man sieht wirklich richtig krass, wie sich das Fleisch dann wie ein bisschen was verschwindet vom Körper, wenn man da drauf feuert. Sehr schön, sehr schön. So, hier können wir auch noch ein bisschen was mitnehmen. Da kommt noch einer. Au. Ihn hat es richtig zerspreißelt. So. Dort ist, glaube ich, unser Ziel. Mit dem Aufzug müssen wir fahren. Ab geht's nach oben. Okay. We will see. Ganz durch. Da liegt doch noch was. Ne? Ist doch noch Loot hier. Direkt gesehen. Da 6 Schuss Plasma-Energie liegt. Der macht gleich irgendwas mit uns. Oh, Leute, ey. Können wir ihn so nicht töten? Doch. Genau hin. Hier sollen wir was ändern. Sieht aus, als ob wir das hier einsetzen müssen. Oh ja, keine Energie mehr. Geil. So, wir looten richtig gut hier weg. Jetzt natürlich, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Jetzt kommen erstmal wieder. Oh. Oh, alles schön dunkel. Hinten? Oh. Einer lebt noch, oder? Wir versuchen die mal einfach hier zu trappeln. Nee, er ist immer noch am Start hier. Der eine. Hat er keinen Loot für uns? Doch, hier hat er was. Credits. Okay. So, jetzt sind wir wieder am Aufzug angelangt. Und es geht wieder abwärts. Ich denke, wir haben jetzt. Haben wir jetzt die Platine geholt? Wir haben noch keine Platine geholt, ne? Das ist jetzt fragwürdig, was wir hier denn genau getan haben. Finde die Platine, das müssen wir immer noch machen. Wir haben irgendwas geöffnet nur. Guck mal, er war doch bestimmt jetzt. Ne, den haben wir jetzt vorhin gelegt. Den Typ, da rechts kommt einer. Wir nehmen immer diese, jawohl, wir nehmen diese Explodierer mit. Das hier nehmen wir mit. Hier gucken wir, was er fallen gelassen hat. Nochmal Plasma-Cutter-Energie. Okay, hier geht's rein.
Hier ist die Platine, oder? Ja. Isaac, wir können nicht mehr lange bleiben. Ich höre, wie sich etwas bewegt. Moment, ich hab die Platine. Ich komme zurück zur Monorail-Steuerung. Daniel, mach dich bereit. Oh! Oh! Rechter Fuß. Komm schon. Textlog. Komm, hier ist noch so ein Energieknoten drin. Oh, und hier können wir aufwerten. Komm schon, hier können wir das erste Mal aufwerten. Die Energieknoten benötigen wir, genau, verbessere Waffen und Rig mit Hilfe der Werkbank. Waffen aufrüsten, verbessere die Fähigkeiten der ausgewählten Waffe oder des Rigs, also Rig ist unser Anzug, indem du Energieknoten in ihr Upgrade-Diagramm investierst. Okay, wir schauen uns das einfach mal an. Oh, guck mal, das sind jetzt ja richtig schöne Stats hinterlegt. Das gab es vorher auch nicht. Wir werden uns auf den Anzug und auf den Plasma-Cutter beschränken. Zunächst, also der erste Spieldurchlauf. Denke mal, dass die Trophäe noch drin ist. Mit dem Plasma-Cutter only durchspielen das Ding. Wir machen auf jeden Fall erstmal die Waffe hoch. Und jetzt haben wir hier so verschiedene Punkte. Und immer wenn wir einen Punkt setzen, schalten wir was frei. Und der erste Punkt ist tatsächlich Schaden. Sehen wir da links unten. Zack, freigeschalten. 110 Punkte Schaden. Wir sparen uns aber einen Energieknoten auf. Es ist immer wichtig, ein, zwei Knoten auf Reserve zu haben. Denn es gibt diverse Türen, die man nur mit einem Energieknoten öffnen kann. Und da ist immer cooler Shit drin. Also da können wir ein bisschen looten dann. Deshalb sparen wir uns dann jetzt mal diesen Energieknoten. So, wo müssen wir hin? Ja, guck mal, da kommen sie direkt schon angekrochen wieder. Leute, was die aushalten hier, das ist doch nicht normal. Kommt noch einer? Ich glaube, das war der einzige. Mini-Parkmittel. So, jetzt haben wir ihn erstmal. Nee. Oh, wir müssen nachladen. Und wenn er so unten ist, dann treten wir ihn einfach ein paar Mal. Dann wird es schon irgendwann Ruhe geben. Installiere die Platine. Oh ja. Es spawnt aber auch direkt vor uns. So. Mal vertreten hier für 1000. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind am nächsten Speicherpunkt angekommen, der sich lohnt. Und dann werden wir in der nächsten Folge, wir speichern ihn erstmal ab. Und in der nächsten Folge werden wir die Platine installieren. Und dann geht es weiter mit unserer Dead Space From Safe to Safe Serie. Wenn es euch heute gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress. Lampukistan Gaming ist hier, eine neue Folge Dead Space Remake PlayStation 5. Weiter geht's. Immer noch fasziniert von den richtig geilen Ladezeiten. Ist unsere Aufgabe, die Platine zu installieren. Wir haben die gefunden. Und jetzt müssen wir hier mal kurz schauen nochmal, wo müssen wir lang hier kommen. Bestimmt nochmal ein paar Gegner. Naja, das war klar. Erstmal hinten checken. Oh, wir brauchen so viel Schuss immer, das ist nicht gut. Geht's hier eigentlich auch rein? Ja, wir gucken erstmal weiter. Cargo Arrival. Hier kommt also das Gepäck an. Frachtlager. Wenn wir die Waffe zücken, haben wir übrigens ja dieses Licht hier. Das ist ein bisschen. Oh, hier liegt noch was. 400 Credits. Jo, wir sind zu weit gelaufen. Hier geht's rein. Monorail. Genau, da vorne irgendwo kann man das Ding installieren. Ah, genau da vorne. Monorail.
Hauptstromkreis des Monorail-Netzes. Platine reinstalliert. Systemneustart abgeschlossen. Fordere die Monorail an. So. Wir haben hier einen Save-Punkt, den werden wir noch nicht nutzen. Wir machen noch ein bisschen. Sonst werden die Videos doch viel zu kurz. Okay. Monorail-Tunnel. Da unten ist wieder diese Tür. Rennt der immer automatisch oder was ist hier los? Manchmal, okay doch, das hat funktioniert. Stasis muss man ein bisschen im Auge behalten, dass dieser kleine, wie gesagt, dieser Halbkreis, der jetzt aktuell gelb ist. Man muss immer ein bisschen aufpassen, was man hier macht, ne? Haben wir was verpasst? Müssen wir das Modul... Sind wir jetzt falsch gelaufen? Oh, diese Tür, ey. Schrecklich. Die gab's, glaube ich... Wir müssen nochmal zurück. Guck mal, hier können wir nochmal Stase auffüllen. Hä, was? Aber der hat doch gesagt, wir müssen hier vor. Oder müssen wir hier hinten das irgendwo... Was haben wir denn jetzt verrafft? Jetzt sind wir hier im Kreis gerannt. Fantastisch. Der hat doch gesagt, wir müssen hier raus. Jo, hier rein nochmal. Ah, hier innen. Wir sind zu weit gerannt. Wartung abgeschlossen. Monorail wird angefordert. Alles sauber. Da drüben ist jemand. Sind die das? Die zwei Typen? Nächster Halt. Flugdeck Monorail-Steuerung. Und tschüss. Wird ohne uns weg. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei, aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnson repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich. Kehre zu Carrion zurück. So, okay. Er hat nichts mehr für uns. Ist das hier was? Nee, das ist nur ein rotes Licht. Okay. Oh, hier ist schon wieder viel zu dunkel. Was ist das? Ist das ein Bug? Kann man das irgendwie kaputt kriegen? Da war da mal ein Gegner oder was ist das hier? Man weiß es nicht, ne? Oh! Okay, jetzt hat er sich beruhigt. Okay. So. Tür ging nur zu, kein Stress. Alles im grünen Bereich. Aufzug benutzen. Da kann eigentlich nichts passieren erstmal. Der verpisst sich schon. Scheint ein geskripteter Typ zu sein.
Okay. Ja, der kommt, der lockt uns irgendwie eine Falle. Sehe ich doch jetzt schon. Was ist denn hier drin? Waren wir hier schon? Murats Raum? Der schreit doch immer noch was. Ist. Kommt hier einer ums Eck? Ja, kommt er. Guck mal, lass mal erstmal den. Das. Bein weg. Alter, wie kann ich ihn nicht. Den, das fucking Bein, Alter. Halbes Magazin. Ne? Und die droppen immer gut Munition. Gut Moon. Jetzt können wir hier ein bisschen looten. Mach mal Plasma Energie. Mach mal Cutter. Wir wollen was Geiles. Den geilen Shit. 100 Credits. Leute, bitte. Komm schon, das brauchen wir, den Energieknoten. Ja, wir haben ja alles. Okay, sehr gut. Vorratsraum stand sogar noch richtig schön. Oben drauf, auf der Tür. Noch einer. Bein weg, Arm weg, 4 Schuss. Ja, wir müssen unsere Waffe unbedingt aufwerten. Oh. Was ist mit ihm? Er kann schon nicht mehr laufen. Nur von ihm trotzdem noch was? Jo, 6-mal Munition. Wäre zur Monorail zurück. Das müsste doch jetzt gleich hier sein. Flug Lounge. Da vorne ist doch die Monorail, oder? Wir sind auf der Brücke, aber. Hier sind keine Überlebenden. Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen. Okay. Würde ich sagen. Nee, komm, die Monorail ist doch gleich hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Sicherheitscheck-in. Da vorne ist die Monorail. Hier. Da gehen wir durch jetzt. Haupttankeranlage. Jawohl, da ist die Monorail. Brauchen wir hier nicht speichern. Da vorne ist... Oh Gott, da kommen bestimmt noch mal Gegner. Wer ruft da? Da hinten irgendwo? Wer ruft da? Oder ist der Typ an Bord? Kann man hier runterfallen eigentlich? Nee, okay. Ja, wir müssen doch hier rein, oder? Das ist doch hier die... Oh. Ich bin hier durch, aber für den Rest brauchen wir eine Karte. Hier wird zur Kellion. Ach so, das ist nicht die Monorail. Doch, das ist doch das Monorail-Ding hier. Was hast du da? Ist das Blut? Haley, hör mir zu. Die Ishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac! Wir müssen die Kellion reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er. Führe eine Diagnose aus. Was ist das? Oh Gott. Der Singularitätskern. Los! Okay, das ist die Stelle hier. Aber wir können die auch hier mit Dreieck ein bisschen verlangsamen. Dann machen die uns hier nichts mehr. Guck mal. Oh, er lebt noch. Haben wir gute Reichweite mit dem Ding? Komm, den Kopf noch weg. Okay, jetzt ist er tot.
Isaac, was ist denn da unten los? Wir haben Johnson verloren. Die Kerlchen auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Der Kerlchen war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Track sein Rig. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Sogar der Captain? Oh Gott. Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das? Verbindung abgebrochen? Nee. Gehe zur Krankenstation. Okay, fantastisch. Ja, wir haben es nicht geschafft, dieses Monorail-Fahrzeug zu reparieren. Das wurde eher zerstört. Unser Captain wird auch schon verfolgt. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem wir abspeichern und diese Folge beenden. Und genau an dieser Stelle würde ich sagen, wir speichern hier noch ab, damit ihr das auch seht. So, guck mal hier, nächster Speicherslot wird erstellt. So, wir sind immer noch in Kapitel 1, Neuzugänge. Da geht es dann in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mir wie immer gerne den Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress. Lampukistan Gaming ist hier. Eine neue Folge mit dem Dead Space Remake. From Safe to Safe heißt unsere Serie. Wir drücken direkt auf Weiter und checken nochmal ab. Wir müssen zur Krankenstation. Ja, wo will er von uns? Da will er hin. Zur Monorail-Station Flugdeck. Okay. Unser Fahrzeug ist jetzt zerstört worden in der letzten Folge. Jetzt schauen wir mal, wie das hier aussieht. Das ist ein Aufzug, okay. Also wie gesagt, diese Lampe, damit bin ich nicht ganz einverstanden. Dieser, also hier, wenn es so ein bisschen springt, ist das okay. Aber wenn man hier geradeaus hierhin leuchtet zum Beispiel, dann sieht das richtig nicht schön aus. So. Guck mal, hier waren wir noch nicht. Können wir noch ein bisschen looten. Wir haben noch keine Upgrade-Station gefunden, habe ich das Gefühl. Credits. Credits. Kann man ihn auch? Das wäre natürlich makaber. Für Loot. Guck mal, hier kann man, glaube ich, die Körperteile nicht ganz abtrennen. Naja. Lass mal weitergehen. Hier kann man bestimmt irgendwie... Müssen wir das Fahrzeug jetzt hier rufen? Ne, wir müssen hier weiter. Hier war doch sonst immer diese Monorail, oder nicht? Ah, wir gucken mal. Hier geht's zur Krankenstation. Krankenstation. Bikerpunkt jetzt noch nicht. Nehmen wir den kleinen Aufzug jetzt hier und... Okay. Hier liegen überall diese toten Leute. Sicherheitsfreigabe Level 1 benötigt. Okay. Mach das Virtuelle real. Dann lass es real werden. Oh, willkommen an Bord. Geh zur Krankenstation. Wir haben offensichtlich die Krankenstation erreicht. Kapitel 1, fertig. Aha, sehr unspektakulär. Intensivstation. Wir haben eine neue Aufgabe. Finde den Rig des Captains. Captain, mein Captain.
Telekinese-Modul. Oh, jetzt können wir, glaube ich, hier Zeug hin und her schießen. Zielen, halten. Genau. Guck mal hier, genau. Das können wir jetzt machen. Wir haben den Weg frei gemacht. Oder was genau haben wir jetzt gemacht? Müssen wir das? Jo, wir müssen da irgendwie durch. Okay. Kann man auch irgendwo wieder aufladen. Ich glaube, das ist dieselbe Station wie beim Stasis-Modul. Kann man das hier auch bewegen? Ja, aus dem Weg geschoben. Ja, beim Original Dead Space, da fährt man mit der Monorail. Ich glaube, das ist einfach die Überbrückung der Ladezeit, die ja hier natürlich nicht existiert. Und hier geht's halt einfach direkt weiter. Das ist auch interessant. Oh. Kleines Medipack. Wir müssen die Stellung halten. Sie sind alle zurückgekommen. Sie redet von diesen Viechern. Das waren ja, glaube ich, mal einfach Menschen, ne? Guck mal, Impulsgewehr. Ah, wir können das direkt aufnehmen, was sie gedroppt hat. Also, gedroppt. Waffe anlegen. Dem Inventar wurde eine neue Waffe hinzugefügt. Füge sie zum Waffenrad hinzu, um sie zu benutzen. Nee, das machen wir nicht. Wie gesagt, wir wollen den ersten Playthrough klassisch mit dem Plasma-Cutter, den wir komplett aufwerten werden. Und damit für die Trophäenjäger ein bisschen was machen, denn wenn man das Spiel mit der einen einzigen Waffe hier durchspielt, dann erhält man eine Trophäe. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Wir müssen jetzt, ich nehme mal an, hier hoch oder das Ding aufmachen oder irgendwas passiert hier. Jetzt kommt doch das Fahrzeug, okay. Guck mal hier, Aktivität, aktuelle Station, Krankenstation. Let's go. Gesperrt, oh, das ist das Botaniklabor, da müssen wir später doch auch noch hin, ne? Mannschaftsquartiere, glaube ich. Und hier dieses komische, wenn man diese Asteroiden. Okay, okay, hier haben wir angeblich ein Hauptziel, Nebenziele gibt es auch. Let's go, Krankenstation. Nee, wir sind ja schon hier, oder? Nee. Ja, wir sind angeblich schon hier. Warum? Was haben wir denn jetzt hier verloren? Ach, wir sind wieder falsch gelaufen. Wir müssen hier. Wo will er hin? Lass mal gucken. Hier will er rein. Sicherheitsstation. Sicherheitsstation? So, mit Kreis packen wir das und dann mit R2 feuern wir den Scheiß hier ab. Oder einfach, wenn wir L2 loslassen, dann lassen wir es einfach fallen. Jetzt haben wir es natürlich direkt vor die Tür gelegt. Professionell, das war natürlich ein Pro-Gamer-Move. Alter, wie sieht es denn hier aus? Oh, das ist ein Shop. Hast du von Bernie jetzt gehört? Wir wurden angegriffen und haben uns verloren. Nein, nichts. Die Krankenstation ist ein Schlachthaus. Sie haben den Eingang zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja. Aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder. Vielleicht ein Schockpad. Vielleicht ist Nicole hier durch. Isaac. Was uns angegriffen hat. Ich schwöre dir, das war Chen. Aber ich hab ihn sterben sehen. Wenn die Halle verbarrikadiert ist, dann vielleicht, um etwas einzusperren. Wir haben Ziel inaktiv. Zerstöre die Barrikade.
Finde einen Hydrazintank, finde das Schockpad. Wir gehen erstmal in den Shop hier. Ne, pass auf, wir haben doch hier mehrere Sachen, oder? Wir haben hier noch was. 400 Credits. Wir gucken erstmal, ob wir hier noch was looten können. Das hier können wir auf jeden Fall noch. Impulsprojektile, ne? Wir haben die Waffe gefunden, also finden wir auch die dazugehörige Munition. Und jetzt gehen wir in den Shop, beziehungsweise in den Store. Sehr wichtiges Feature in diesem Spiel. Der Shop ist eine zentrale Anlaufstelle zum Kaufen, Verkaufen und Lagern von Gegenständen zur späteren Verwendung. Shop. Im Shop kannst du Gegenstände mit Credits kaufen. Bringe Schemata zum Shop, um neue Gegenstände zum Kauf freizuschalten. Inventar. Verkaufe im Inventar Gegenstände, die du gerade besitzt, oder lege sie ins Lager. Lager. Wenn das Inventar voll ist, kannst du Gegenstände ins Lager legen, um sie später zurückzuholen oder zu verkaufen. Das Lagersystem kann über jeden Shop aufgerufen werden. Also, pass auf. Guck mal, wir haben hier den Shop. Das können wir uns kaufen. Das ist ein besserer Rig. Anzug-Upgrade erhöht deine Inventargröße auf 18 Slots und verleiht 5% Rüstung. Kostet uns was? 10.000. Medipack klein. Das heilt uns. Im Besitz 2. Schön, dass das dran steht. Plasma-Energie. Genau, dann haben wir auch den Energieknoten. Der kostet immer 10.000. Zum Aufwerten der Waffe oder um spezielle Türen zu öffnen. So, dann haben wir das hier im Inventar. Wir können maximal hier diese 12 Gegenstände lagern, wenn das voll ist. So, diese Waffe werden wir nicht benutzen. Das heißt, wir verkaufen das. Danke, dass ihr unseren Shop besucht habt. Genau. Und im Lager ist das hier. Da können wir... Guck mal, da ist das hier. Ein klassischer Rig, der für jahrelange treue Dienste entwickelt wurde. Alter, können wir das ausrüsten? Was bringt der? Und wir legen das Ding mal an. Dann geht er da rein und zieht das Iron Man-mäßig an. Wo kommt dieser Anzug her? Ist kein Vorbesteller-Ding oder so? Ich habe einfach die Standardversion Edition gekauft. Das ist der Classic aus PS3, hä? Vielleicht. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was hat uns dieser Dinger gebracht? Oh ja, guck mal, der hat. Nee. Inventar, der hat genau gleich viele Slots. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Kosmetik-Ding, ne? Ja, das ist wohl nur so ein Kosmetik-Ding. Also pass auf, wir verkaufen hier nochmal Zeug. Impulsgewehr. Das hier schieben wir direkt mal ins Lager, ne? So, damit wir da nicht versehentlich Hand anlegen. Ein bisschen Munition verkaufen wir. Weil dann haben wir genau 10.000. Und können uns diesen besseren Anzug-Upgrade kaufen. Und ich glaube, er legt das direkt an. Okay, jetzt haben wir natürlich hier... Sind wir mehr in der Umkleidekabine als in Action. Aber da müssen wir jetzt kurz durch. Das ist ein cooler Effekt. Nicht gut gemacht. Gefällt mir. So, jetzt sind wir geiler. Und haben mehr Plätze zum Sammeln. Ne, sehen wir jetzt hier Inventar, jetzt haben wir 18 Plätze, jetzt können wir ein bisschen mehr Zeug mitnehmen. Okay. So, und hier haben wir direkt die Speicherstation. Und dann geht's in der nächsten Folge. Oh, ne, wir looten noch. Ha. Guck mal hier. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Ah, da braucht man. Okay. War das im Original auch so? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Nun gut, wir speichern an dieser Stelle ab und werden genau hier mit der nächsten Folge weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress.
Lampukistan Gaming ist hier. Wir sind zurück beim Dead Space Remake und endlich funktioniert mein ganzes Equipment wieder. Es wird nicht mehr mit der PlayStation aufgenommen. Es ist wieder die Elgato am Start. Es ist wieder Audacity am Start und ab jetzt gibt's hoffentlich wieder ein bisschen bessere Soundniveau in meinen Spielen. Hoffentlich funktioniert's. Wir werden sehen. Wir gehen auf jeden Fall mal direkt auf weiter. Und sind direkt in-game, Leute. Sind direkt in-game. Und jetzt ist natürlich alles wieder ein bisschen dunkler eingestellt, ne? Weil die Elgato, die frisst ein bisschen Helligkeit. Ja, wenn ich den kleinen Kontrollmonitor angucke, da sieht das Ganze ein bisschen besser aus. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir sind auf jeden Fall in unserer Safe-to-Safe-Serie und machen genau hier weiter. So, pass auf. Was müssen wir machen? Wir sollen den Hydrazin-Tank finden. Der geht jetzt hier lang. Ich war ein bisschen... ist eine Weile nicht mehr gezockt. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Der Pegel vom Mikrofon schlägt auch die ganze Zeit rot aus. Müssen wir mal gucken. Da muss ich erst wieder ein bisschen reinkommen. Hat jetzt eine Weile gedauert. Bestimmt ein Jahr oder so, ne? Weil ganze Gerätschaften und Utensilien sind halt nicht ganz so billig. Leider. Oh, da vorne ist doch schon wieder irgendwas. Er ist tot. Okay. Diagnostik. Irgendwas ist hier. War nicht das Symbol, dass man was aufsammeln kann? Nee. Oh, guck mal, da ist ein Stase-Tank. Stase-Aufladung. Zack. Direkt mitgenommen. Okay. Let's go. Weiter geht's. Hier ist das der Hydrazin-Tank. Den müssen wir... oh shit, ich hab alles vergessen, Leute. Kreis kann man genau... das war das hier... mach mal aus dem Weg, okay. Hier scheint jetzt nichts mehr zu sein. Wir müssen gucken, das hier können wir... oh. Oh, shit, shit, shit. Oh, fuck. Hält der mehr aus, der Typ, oder was ist hier los? Alter Schwede. Ja, Junge, was ist los mit dir, ey? 400 Credits? So, ihn hier können wir nehmen und irgendwo einstecken. Hier oben. Zack. Einfach reinlaufen, ne? Dann sollte das funktionieren. Was haben wir jetzt? Wir haben den Aufzug hier gestartet, oder? Nee. Ah, guck mal, Netzschalter. Schutzschalter. Benutzen. Türen. Aufzug oder Tür? Wo müssen wir hin? Wir müssen nach oben. Also müssen wir den Aufzug... warte mal. Türen, Aufzüge. So, okay. Alright, wir können immer nur eins von beiden aktivieren. Alles klar, kein Problem. Oh, da kommen sie bestimmt gleich wieder, die Kollegen. Oh Gott! Oh! Alter Schwede. Junge, 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 Junge. Ah, treffen halt auch nicht. Vergessen nachzuladen, ne? Vortreten? Nee? Oh, Alter. Kriegen wir den so nicht tot? Oh Gott, ich hab vergessen nachzuladen, ey. Nicht erschrocken gerade. Shit. Wenn man immer nur das hört, wo es herkommt, man nicht zuordnen kann, wo es ist. Alter, da ist schon wieder irgendwas. In der Ecke ist nichts mehr. Sind wir... sind wir hier richtig? Ah, guck mal da, das müssen wir holen.
Hierher. Yeah. Jawohl. Oh. Wir müssen öfters... Oh, tot. Shit. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Ah. Gucken wir mal, was passiert, wie schnell die... Ja, wir müssen wahrscheinlich vom letzten Save. Nee, von dieser Tür hier. Ja, okay, das geht. Geil. Vergessen zu heilen, ey. Shit. Okay. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. War hier auch noch... Ja, natürlich war hier noch ein Gegner, ne? Meine Fresse, das Trefferfeedback ist aber auch... Viereck war heilen, oder? Nee. Shit, wie heilen wir uns nochmal? Doch, jetzt haben wir uns geheilt. Okay. Jetzt müssen wir hier nochmal schnell den Aufzug einschalten. Dann müssen wir da hoch. Okay, jetzt wissen wir ja, wo die Gegner herkommen. Sollte also nicht wirklich... Guck mal, da kommt er nämlich gleich. Nee, warte mal. Hier raus. Und dann von hinten irgendwo. Und dann müssen wir mal öfters hier Dreieck anwenden. Um die Leute hier zu verlangsamen. So. So läuft nämlich hier der Hase. Ja. Ja. Rüber mit dir. Haben wir nochmal so ein Stase-Ding? Hier war gleich der nächste Typ. Oh, genau hier. Zack, den verlangsamen wir direkt. Oh, packt uns. Hier. Gut. Leute, wir spielen auf einfach. Was ist denn los hier? Ja, ja, erstmal müssen wir hier. Okay. Voll auffüllen. Die Seite geht's weiter. Zero G Therapie. Okay. Das klingt nach null Schwerkraft. Zero G. Oh, hier ist ein Speicherslot. Machen wir mal für die erste Folge Schluss, um zu gucken, wie die Aufnahme funktioniert. Würde ich sagen, bisschen kürzere Safe-to-Safe-Runde. Und wenn alles in Ordnung ist, dann können wir ab jetzt und ab der nächsten Woche auf jeden Fall mit Elden Ring in diesem Qualität weitermachen. Das gefällt mir dann auch schon persönlich wieder viel besser. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit natürlich, da man separat aufnehmen muss, verarbeiten, rendern, hochladen. Das geht halt mit der PlayStation alles in einem, aber ja. Okay. Wir speichern, dass ihr das seht. Zack, Kapitel 2, Intensivstation. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mir wie immer gerne den Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem meiner nächsten Videos. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress. Lampukistan Gaming ist hier mit einer neuen Folge Dead Space From Safe to Safe. Heute machen wir direkt weiter, nahtlos, wo wir an der letzten Stelle aufgehört haben. Drück direkt auf Weiter. Und wir müssen wieder ein bisschen reinkommen in die... Sound-Levels. Jetzt pass mal auf, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Wir müssen mein Mikrofon wieder mal ein bisschen richten. So, wo müssen wir hin? Wir müssen hier durch, ne? Jetzt habe ich den Soundpegel... Okay, so. So können wir doch arbeiten, meine lieben Freunde. Okay. Hoffe, die erste Folge, erste neu hochgeladene Folge, die da ist, Nummer 6, Episode 6, hat relativ gut funktioniert. Die Soundlevels muss ich jetzt wieder ein bisschen mischen. Das dauert wieder ein bisschen. Aber denk, das... kriegen wir alles wieder mit der Zeit gebacken. So, okay, jetzt geht's hier weiter. Zero G, genau hier müssen wir nämlich weiter. Oh. Okay, wir haben 96. Shit, okay, wir haben 90 Sekunden. Ja, Leute, wenn jetzt hier noch Gegner kommen, dann haben wir ein Problem, glaube ich, ja?
Können wir rennen? Ja, so Pseudo-Rennen. Hier, guck mal, hier geht's raus. Ist das hier fertig, die Schwerelosigkeit? Mach mal zu hier. Jo. Fantastisch. Okay. Zero-G-Therapie. Hier geht's durch. L1 plus R1 starten, landen. Oh Gott, wir müssen hier jumpen. Oder müssen wir das machen? Oh. Alter, wie geil sieht das denn hier aus, bitte? Na, wo müssen wir hin? Darüber. Kommen wir... Wie? Ich raff jetzt gerade noch nicht. Früher ist man hier mit L2 und dann hat man R1 gedrückt. Nee. Oh, können wir... Alter, können wir hammern? Ja, das ist ja geil, Alter. Umsehen. L3... L plus L3 ist ein Boost. Ey, wir sind Iron Man. Okay, wir müssen einfach rüberfliegen, ne? Ah, das ist ja geil gelöst. Okay, das ist besser als im Original. Wie kriegen wir das wieder runter? R2. L. Ah, okay. L1, R1, dann können wir das Ganze resetten und sind wieder auf dem Boden der Tatsachen. Leute. Geil, Oman. Erstmal looten wir. Da ist irgendwie das Gerät, das wir holen sollen. Der Hydrazintank. Der ist aber klein. Ah, Kanister nur. Ich halte noch die Position. Was passiert dort? Hast du die Kau gefunden? Noch keine Spur von ihr. Aber ich habe Hydrazin für die Barrikade gefunden. Ich muss nur noch ein Schockbett finden. Schnell, Isaac. Finde einen Hydrazintank. Okay, I guess wieder zurück. Finde ein Shockpad. Denkt ihr, wir müssen hier wieder jetzt zurück fliegen? Also Iron Man Mode ist ja mega geil. Ey, was verbrauchen wir denn da eigentlich? Oh, shit! Oh, fuck. Okay, das war ja mehr als klar, dass diese Kollegen hier irgendwo wieder im Start sind. Wir haben ihm irgendwas abgetrennt. Ja, er ist tot. Geil. Wo ist der Loot von ihm? Hier fliegt der. Plasma-Kartusche. So, L1, R1, dann können wir wieder landen. Oh, ist das krass. Das ist ja richtig krass. Macht ja richtig Bock. Okay. Was zur Hölle? Das ganze Schiff hat gewackelt. Ich sehe mir das an. Das ist ein Fehler hier, oder was ist das? Nee, das Schottteil. Können wir bewegen, okay? Hey, safe kommen jetzt hier auch irgendwelche Gegners. Aber wir kommen hier nicht mehr durch, hä? Oder was? Hä, was müssen wir denn jetzt? Oh no, müssen wir hier auch fliegen? Jo, shit. Okay, das war klar. Hier durch, oder? Ja. Hier ist irgendwas. Sauerstoffstation. Mit X laden wir auf, ja. Was sind das für Geräusche, Leute? Landen, bitte. Geht nicht. Okay. Oh, noch mehr Schwerelosigkeit, oder was? Ne, hier können wir wieder. Okay, hier sind wir wieder grounded. Oh, ja, natürlich, Alter. Shit, wieder nicht nachgeladen. Erstmal Schädel ab. Gut. Wir müssen uns angewöhnen, nachzuladen. Damit Viereck. Das war im Original, hast du gezielt. Und mit X nachgeladen. Das ist... Das ist eine brutale Umstellung, wenn du das drin hast vom Original-Game. Finde ein Shockpad, immer noch. Ja. Mal einfach runter hier, oder? Ey, wir können immer so boosten, oder was? Shit, wo müssen wir jetzt hin? Da hoch, irgendwie? Gott, kaum bin ich aus der Kapsel.
Kabine des Captains raus und schön. Das Ding hat mich fast erwischt. Alles okay? Ich habe ihn in einer beschädigten Rettungskapsel eingefangen. Er knurrt wie... Das ist Wahnsinn. Schnell, Isaac. Okay, wir hatten gerade zwei Audio-Logs irgendwie gleichzeitig im Start. Hier ist irgendwas. Schemata, Impulsprojektile. Das ist die Munition. Bringe Schemata zum Shop, um neue Gegenstände zum Kauf freizuschalten. Machen wir. Gibt es hier noch irgendwas anderes Cooles? Guck mal, hier in der Ecke bestimmt, hä? Nee. Oh. Oh boy, Alter, was? Was ist das für Zeug? Ja. Oh, daneben geschossen. Shit. Oh Gott, hinter uns. Ja, fuck. Durchrennen. Der ist tot. Hier ist noch einer. Ha. Von wegen ist er tot. Nee. Was zum Teufel? Wie war nochmal jetzt die Heilung? Steuerkreuz nach unten. Nee, warte mal. Viereck ist nachladen. Jetzt pass auf. Nach rechts, nach links, nach oben. Okay, Steuerkreuz ist nicht Kreis. Einfach nur Kreis. Ich habe das echt schon wieder vergessen. Medipack verwenden. Rick Link schließen. Okay, alles klar. Kreis ist es. Reise ist und wir müssen jetzt mal abchecken, dass wir auf jeden Fall genug Heilungszeug dabei haben für den weiteren Verlauf, denn ich glaube, wir haben schon wieder alles aufgezehrt. Hier ist was, das müssen wir draufschießen. Wo kommen wir durch? Tor zur Sicherheitsstation. Okay. Sicherheitsstation. Alright. Oha. Ach, da waren wir. Genau. Wir haben hier irgendwas. Hier haben wir... War hier nicht der Shop? Store? Ich nenne es immer Shop. Hier können wir nämlich jetzt hingehen. Annehmen. Genau. Ah, da sind wir. Schema eingereicht. Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Impulsprojektile. Zack. So, jetzt passt mal auf. Wir können ja jetzt hier... Zeug verscherbeln. Das ist unsere Waffe. Plasma-Cutter. Dreimal Medipack haben wir noch. Dann haben wir nur die Plasma-Cutter-Munition. Das ist ein bisschen low, was wir haben. Was haben wir denn hier noch? Impulsgewehr. Das brauchen wir nicht. Wir machen das hier mal Aktion ins Lager. Bisschen einen kleinen Backup-Shop. Ja, wir können uns einfach original nichts leisten. Okay. Raus hier. Würde sagen, das ist die nächste Folge unserer Save to Save. Da geht es dann hier weiter. Zum Forschungsflügel. Aber für heute werden wir hier abspeichern. Und in der nächsten Woche geht es weiter mit unserer Dead Space Remake Serie From Save to Save. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress.